Seit bald 2 Jahren haben wir das Recht auf Raven in Clubs verloren, was sicherlich viele meiner Zuschauer sehr frustriert. Inzwischen gibt es allerdings Online-Raves. Ich habe letzte Woche beim ersten Online-Rave mitgemacht und es war irgendwie deutlich nicer als erwartet. Für 3 Euro konnte man sich Zugang für das Event letzte Woche beschaffen. Man kann sich dann zwischen unterschiedlichen Räumen entscheiden, mit anderen Künstlern und Locations. Es gab beispielsweise einen Klo- bzw. Badezimmerraum, der immer besonders unterhaltsam war. Und in anderen Räumen gab es männliche oder weibliche erotische Tänzer. Jeder kann sich per Webcam zuschalten. Die angezeigten Webcams werden regelmäßig durchgeswitcht und es ist sehr witzig anzuschauen, wie die anderen Leute tanzen und was sie für ein Room-Setup haben. Wenn man jemanden besonders feiert, kann man ihm eine Rakete geben, was eine Art Like ist, den man sammeln kann. Wir hatten am Ende über 100 Raketen. Man kann auch bei anderen Usern anfragen, ob man sich gegenseitig anpinnt, sodass eins der Webcam-Fenster dann eben nicht mehr durchwechselt. Die angepinnten Leute kann man dann auch anrufen, um mit ihnen via Voice-Chat zu reden. Es gibt auch einen Live-Chat, wo sich auch Leute ohne Webcam einklinken können. Und obwohl teilweise an die 1000 Leute im Stream waren, lief der Stream sehr flüssig und es gab nur selten einen Lag. Natürlich ist es nicht das gleiche wie im echten Club, aber es gibt auch viele Vorteile des Online-Feierns. Es gibt keine Türsteher, die einen nicht reinlassen wollen. Man hat keinen langen Nachhauseweg. Du hast Zugriff auf saubere Klos, also vorausgesetzt, deine Klos zu Hause sind sauberer als so ein typisches Club-Klo, die ja meistens sehr ranzig sind. Und ja, es ist nicht so eng oder heiß. Doppelspaßig ist es bei einem Online-Rave, wenn man sich sein Zimmer so hergerichtet hat, dass es so aussieht wie ein Club. Meine beiden Projektoren habe ich ja bereits in Videos vorgestellt, aber diese Disco-Kugeln, die man an sein Handy anstecken kann, kamen bei dem Rave auch sehr, sehr geil. Die kann man sich natürlich in meinem Open Mind Shop kaufen. Für mehr Details empfehle ich dieses Video hier, was ich beim I verlinkt habe, in dem erzähle ich, wie man seine Wohnung geil, psychedelisch und partygerecht einrichten kann, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Meine Freundin und ich haben dann tatsächlich mehrere Stunden vor der Webcam getanzt, weil es durchaus spaßig war. Also definitiv spaßiger, als wenn man einfach zu zweit die Musik aufgedreht hätte und einfach getanzt hätte. Ein großer Part vom Raven ist, denke ich, auch Leute kennenlernen. Dieser Aspekt geht beim Online-Rave am ehesten verloren. Ja, klar kann man sich gegenseitig anrufen oder anpinnen, aber ich glaube, dass das die wenigsten aktiv machen. Und weil es online ist, ist die Chance hoch, dass man von wo komplett anders kommt und man sich dann nach dem Rave nie wieder sehen würde. Obwohl es ja auch seine Reize hat. Ja, heute mal ein sehr kurzes Video, denn mehr zu diesen Raves habe ich eigentlich nicht zu sagen. Die nächsten Videos sind auch schon abgedreht und sind sehr, sehr geil. Um das nicht zu verpassen, abonniert diesen Kabal. Diese Kugel reagiert auch auf Musik. Also, immer wenn ich rede, dann blinkt's und wenn ich nicht rede, dann blinkt's nicht. Oder doch? Nein, keine Ahnung. Eigentlich müsste es auf Musik reagieren, aber irgendwie... Bah. Doch, es funktioniert schon. Teilweise ist es nicht so perfekt. Ich glaube, meine Stimme ist zu leise, dass da perfekt drauf reagiert.